Gute Folge. So, jetzt heize ich schon mal meinen mega coolen Heißkleber vor. Hallo zusammen, wir bauen heute einen eigenen Beamer. Denn ich will mit Julia und Moritz einen kleinen Filmabend in unserem neuen Häuschen machen. Naja, und dafür brauchen wir ganz wenig Materialien. Wir brauchen einen Karton, da brauchen wir noch so ein Stück Pappe. Ich habe hier so einen Kantenschutz genommen. Und wir brauchen eine Lupe. Ich habe jetzt hier eine mit 10-facher Vergrößerung, damit funktioniert das auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch ein paar Werkzeuge. Wie immer findet ihr in der Videobeschreibung die komplette Anleitung mit allen Sachen, die ihr braucht. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Normalerweise müsste ich jetzt hier den Stiel von meiner Lupe absägen, aber ich habe tatsächlich noch eine Linse da gehabt und deswegen brauche ich das nicht machen, weil eine Lupe ist einfach nur eine Linse. Und das hier, das ist eine Linse mit 10-facher Vergrößerung. Was ich jetzt mache ist, ich nehme meinen Karton, packe die Linse da drauf, zeichne mir die einmal auf, damit ich weiß, was das für eine Form ist. So, jetzt nehme ich mein Cuttermesser und schneide hier einmal vorsichtig entlang. Mit Cuttermessern muss man natürlich vorsichtig sein, also passt auf eure Finger auf und schaut, dass ihr immer wegschneidet von euren Fingern. Im Zweifelsfall schneiden wir einfach einmal einen Schnitt mehr und dann wird es einfacher. Ich schneide jetzt zum Beispiel hier mal ganz kurz die Mitte schon mal raus, dann komme ich nämlich besser an den Rest dran. So, okay. Dann passt unsere Linse hier rein. Das heißt, ich klebe das direkt mal fest. Heißkleber habe ich schon angesteckt. Das heißt, es kann direkt losgehen. Krass, okay. Das sieht doch schon mal wirklich nach einem echten Beamer aus. Schon ein bisschen professionell. Und jetzt gibt es tatsächlich nur noch einen Schritt, den wir machen müssen. Ich nehme meine Pappe und die Pappe lege ich hier neben den Karton. Jetzt schneide ich ein Stück davon ab. Das wird nachher die Halterung fürs Handy. Ich achte ein bisschen darauf, dass ich noch Platz habe, dass ich das hin und her schieben kann. Jetzt schneide ich einfach hier rein. Wie immer, Vorsicht mit den Fingern. Ah, okay. Wenn ihr ein bisschen leichtere Pappe habt, dann sollte das gehen. Ich nehme jetzt mal ganz kurz hier die Handsäge, dann geht das schneller. Nice. Ja. Zack. Bei so Sägen ist es immer super wichtig, dass man dem Ganzen Zeit gibt, also nicht zu viel drücken, weil die Säge, die frisst sich da schon durch. Und wenn man zu viel drückt, dann verkantet sich das und dann geht das nicht gut. Okay. Wir haben jetzt hier unsere beiden Stücke und die Idee ist, dass die nachher das Handy halten. Das heißt, das Handy soll dann hier so rein, hier ist der Bildschirm, das leuchtet, das Ganze wird dann in der Linse vergrößert. Und dafür müssen wir jetzt hier so Einkerbungen machen. Das heißt, ich lege die einmal nebeneinander und mache jetzt so an mehreren Stellen Einkerbungen, dass ich mein Handy da einspannen kann. Also einmal hier und vielleicht mal hier hinten. Genau. Die sägen wir jetzt auch einmal aus. Gut, jetzt haben wir hier unsere Rille und können das hier einfach so rausbrechen. Und das machen wir jetzt einfach mit beiden Teilen ein paar Mal hintereinander. So, ich habe jetzt hier beide fertig, kann die hier einsetzen. Jetzt kann mein Handy da rein. Ich habe mir jetzt mal hier ein Video aufgerufen. Das ist tatsächlich das Video, wo ich zeige, wie ihr mit eurem Fahrrad Strom machen könnt. Und ganz wichtig, ich habe die Helligkeit ganz nach oben gemacht und umgestellt, dass das Handy sich nicht dreht. Das heißt, ich kann das jetzt auf den Kopf stellen. Und wenn ich das hier reinmache, habe ich dann gleich ein Bild. Wichtig ist das mit dem Kopf, weil tatsächlich bei so einer Linse durch die Physik, die dahinter steckt, die tatsächlich sehr interessant ist, aber die ich jetzt mal hier nicht ergründen möchte, wird das Bild gespiegelt. Und diese Linse, das ist ja der Grund, warum das Bild dann auch vergrößert wird, die hat halt diesen Effekt. So, jetzt ist das Ganze hier fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einkleben. Ich würde euch aber empfehlen, das erstmal lose zu lassen. Dann könnt ihr das noch gut hier gleich hin und her schieben. Denn was wichtig ist, und jetzt wird es wirklich interessant, was wichtig ist, wir müssen nachher die richtigen Maße finden. Weil wir haben hier einmal die Entfernung zwischen Handy und Linse. Das ist die sogenannte Gegenstandsweite. Und das andere, das ist dann die Weite bis zum Beamer. Das ist die sogenannte Bildweite. Und die müssen halt miteinander übereinstimmen, damit das Bild dann am Ende scharf ist. Ich habe jetzt hier den Deckel noch mal ein bisschen ausgeschnitten, damit das Ganze gut zugeht. Wichtig ist, falls ihr irgendwie seht, dass da Licht rauskommt oder so, dann müsst ihr diese Stellen abkleben, damit es komplett dunkel ist. Und so ist unser Beamer fertig. Ich habe auch schon ein bisschen Popcorn besorgt.
und bin jetzt total gespannt, was die anderen dazu sagen werden. Wenn ihr das Ganze nachbaut, kann ich euch auf jeden Fall versprechen, dass es an einem dunklen Abend bei euch zu Hause wirklich gut funktioniert. Einfach auf eine weiße Wand oder einen Laken oder sowas strahlen lassen. Das Teil ist natürlich jetzt nicht so stark wie so ein Kino-Beamer, deswegen muss es halt dunkel sein, aber es funktioniert auf jeden Fall. Alles bereit für den Filmerabend, also erstmal den Beamer positionieren. Ich sehe schon ein leichtes Bild, aber damit es richtig funktioniert, müssen wir es jetzt hier dunkel machen. Oh ja, es ist krass, oder? Wir haben jetzt einfach nur ein Handy genommen, um einen Beamer zu bauen. Ach, die Folge ist auch cool. Wenn ihr das Ganze nachbauen wollt, dann habt ihr jetzt alle Schritte. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Liked das Video und wir sehen uns wieder nächste Woche. Und schaut auch auf jeden Fall im anderen Video vorbei, denn mit Moritz und Lea mache ich eine ziemlich fette Überraschung für Julia.